Glück auf und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Aus erster Quelle. Lange Zeit galt auch im Erzgebirge der eigene Hausbrunnen als sichere Wasserquelle. Doch durch die extreme Trockenheit in den vergangenen 2 Jahren änderte sich das. Umdenken und neu anschließen hieß es daher in Stützengrün. Für die Grundstückseigentümer der Hübelstraße 23 bis 33 in Stützengrün gibt es ab jetzt eine sichere Trinkwasserversorgung. Kam das kühle Nass bisher aus einem Hausbrunnen, so sind die Häuser nun an das zentrale Trinkwassersystem angeschlossen und das zu möglichst überschaubaren Kosten dank Förderung. Die ersten Gespräche dazu mit den Anwohnern gab es vor gut einem Jahr. Es folgten Bemühungen des damaligen CDU-Landtagsabgeordneten. Als Resultat brachte der Freistaat Sachsen im April 2019 eine neue Förderrichtlinie heraus. Die Förderrichtlinie, die hier zum Einsatz kam, ist die Förderrichtlinie ÖTIS. Das heißt Anschluss von Brunnendörfern. Klingt ein bisschen komisch, ist aber eigentlich sehr ernst gemeint. Das heißt, diejenigen Straßenzüge oder Ortsteile, die bisher noch keine zentrale Wasserversorgung hatten, anzuschließen. Die Wasserwerke Westerzgebirge stellten einen entsprechenden Antrag. Im Juni kam dann die Förderzusage für die Hübelstraße. Dadurch konnte dieses Projekt noch im zweiten Halbjahr 2019 realisiert werden. Noch vor Winterbeginn haben alle Grundstückseigentümer der Hübelstraße 23 bis 33 einen zentralen Trinkwasseranschluss. Das Projekt in Stützengrün wird sicher nicht das letzte im Westerzgebirge sein. Wir gehen davon aus, dass in unserem Verbandsgebiet noch mehrere solche Straßenzüge bzw. Ortsteile auch angeschlossen werden können. Das ist die erste, die wir hier haben. Und bereits im nächsten Jahr sind 2 weitere in Folge und wir gehen davon aus, auch in dem Jahr 2021, 2022, dass noch weitere solche Straßenzüge angeschlossen werden können und wir die Förderrichtlinie nutzen. Die dringende Notwendigkeit des Anschlusses vieler Grundstücke an das zentrale Wasserversorgungssystem ist also kein Einzelfall im Westerzgebirge. Eine komplexe Abwasser- und Trinkwasserbaumaßnahme konnten die Wasserwerke Westerzgebirge ebenfalls im November vollenden. Zufriedene Gesichter am Wendehammer des Röhrenwegs in Grünhain. Die Anwohner bekamen nun offiziell ihre neue Straße übergeben. Die und teilweise auch die benachbarte Oswaldtalstraße wurden seit April 2018 nicht nur in Sachen Trink- und Abwasser auf Vordermann gebracht. Wir haben also Systeme gebaut, Regen- und Schmutzwassersammler. Es wurde das Straßenkabel erneuert, es wurden Elbkabel erneuert, Teile der Gasleitung und natürlich die Straße gebaut. Die Wasserwerke Westerzgebirge selbst haben hier 980.000 Euro ins Trink- und Abwassernetz investiert. Neben dem Anschluss von 25 Häusern wurden insgesamt 536 Meter Regenwasserkanal, 552 Meter Schmutzwasserkanal sowie 400 Meter Trinkwasserleitung neu verlegt. Alles auch im Rahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Wasserwerke. Dabei sollen bis Ende kommenden Jahres noch einmal 2000 Einwohner im Verbandsgebiet ans Abwassernetz angeschlossen werden. Wir werden diese Maßnahme nicht ganz erfüllen können zum Jahresende 2020, aber können heute schon sagen, wir haben ja fast Jahresende 19, dass wir also schon 85-90% unseres Abwasserbeseitigungskonzeptes erfüllen werden. Pünktlich zur Übergabe konnten dann auf der Oswaldtalstraße nicht nur das Trinkwasser in frischen Leitungen, sondern auch der Verkehr wieder ungehindert fließen. Das war sie schon wieder, unsere aktuelle Ausgabe von Aus erster Quelle. Wir wünschen Ihnen eine ruhige und besinnliche Weihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.